Das letzte Full Team Discard SBB ist jetzt schon eine Weile her. Und daher haben wir mal heute wieder eins, in dem der Verlierer sein ganzes Team discardet. Freunde, wenn ihr noch PSN-Karten zum Tier auf Tier braucht, checkt sehr, sehr gerne meinen Partner Eneba ab. Hier findet ihr die günstigsten PSN-Karten, zum Beispiel hier eine 100er-Karte für 84 Euro. Ist auch 100% sicher, Freunde, ich habe hier auch schon öfters gekauft und wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, gibt es hier auch einen 24/7-Support. Nicht nur PSN-Karten habt ihr hier, ihr könnt euch auch Spiele kaufen und all so ein Kram. Also wenn ihr Interesse habt, checkt das auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab über meine Links in der Videobeschreibung. Yo Leute und damit willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir mal wieder, wie eben schon erwähnt, ein Full-Team-Discard-SBB und mit dabei ist Cenk, was geht? Hallo meine Freunde, ich habe ein teures Team für ein teures Full-Team-Discard-SBB gebaut. Werdet ihr gleich sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Full-Team-Discard, dass du dich das noch traust, ne? Ist krass. Ja, wird ein verrücktes Ding, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt. Wie immer sehr, sehr gerne ein Like da lassen. 200 Likes sind drin. Abo nicht vergessen und checkt Cenk ab. Da kommt die Tage auch Rematch online. Und ja, dann würde ich sagen, können wir starten, Cenk. Möchtest du zuerst reinhalten? Oder wie sieht's aus? Ich habe mir mal mein Team angeschaut und ich würde sagen, du hältst zuerst rein. Ich habe ja eine englische Icon mit dabei. Das heißt, ich bin mit englischen Stürmern gegangen. Konntest du dir das schon denken? Das konnte ich mir zur Hälfte denken, ja. Also hast du Harry Kane aufgeschrieben? Nee. Okay, ich habe einmal Solanke und einmal Harry Kane. Na. Wen hast du denn? Ach Mann, ich habe diese Morgan aufgeschrieben. Ich hatte die in meinem Verein gesehen. Ich glaube, du hast sie auch abgeschlossen. Und dann hatte ich Welbeck, Danny Welbeck, Flashback. Ist diese Morgan nicht USA? Ja, ja, aber die habe ich einfach gedacht, teste ich gleich mal auf. Nö, nö, nö. Ich für die Stürmer LMM, oder? Jo, Stichwort Welbeck. Ja, Welbeck ist auch bei mir mit am Start. Habe ich noch nie gespielt, habe ich abgeschlossen. Testen wir heute mal aus. Und auf den Außenpositionen. Sehr, sehr undercover. Wen haben wir dann da? Den guten Pulisic LM und im RM eine Karte, die ich glaube aus meinen Wiki League Rewards aus diesen Kampagnen-Dingern gezogen habe. Der gute. Wo ist der? Korea. Ich dachte, du baust ein bisschen teurer. Ich bin gegangen mit Salah, mit und Best. Oh, okay, krass, krass, krass. Das sind gewagte, teure Tipps. Gut, Freunde, das heißt bisher volle Teams und dann gehen wir ab zu Mittelfeldspielern. So, meine Freunde, nächsten Spieler, ich sollte zwei Z-Tems aufschreiben. Ich hatte wirklich nicht so viele Ideen. Ich hatte aber, ja, ich habe mir was überlegt. Egal, fangen wir erstmal an. Ich sag gleich, was ich mir überlegt habe. Ja, ich bin natürlich mit einem Serie-A-Mann und mit einem La Liga-Mann gegangen. Das macht Sinn. Der Danny Welbeck hängt erstmal noch in der Luft. Und zwar LZM, eine richtig coole Karte mit echt guten Stats. Ich muss ihn nur finden, der Verein ist so voll mittlerweile. Hier ist er. Ich dachte, ja. Pulisic Dortmund. Habe ich gerade voll gehangen? Ja, AC Mailand ist Pulisic. Alter, what the fuck habe ich gerade gehangen. Egal, dann knall einfach rein, Alter, wow. Ja, Rabiot ist am Start, eine sehr, sehr coole Karte. Und rechts daneben eine SBC, die ich abgeschlossen habe, der gute Gavi. Ich glaube, der war auch echt teuer, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der war 400k oder so, schon ein Brett gewesen. Aber ich habe komplett in der Luft gehangen, ne? Chaka und Emre Can. Also, das ist toll. Ja, vergessen wir einfach, tun wir so, als wäre es nicht passiert. Und bei mir könnte es genauso krachen. Ich bin nämlich in eine komplett neue Liga mit komplett einem Verein gegangen. Oh, und welche Liga? Die spanische. Top. rechtes Mittelfeld habe ich eine Feuerkarte. Und das ist, den kannst du halt auch so nicht haben. Marco Asensio. Und das Geile ist, die haben halt immer schon so zwei Chemie. Das ist einfach so cool. Dann, weil ich dachte, Pulisic wäre bei Dortmund, habe ich selber Bundesligaspieler aufgeschrieben. Und auch selber Bundesligaspieler mitgenommen. Und dann bin ich auf Xhaka und seinen Teamkollegen Würz gekommen. Ja, okay, krass. Aber gut, ich war gar nicht mal so schlecht mit der La Liga dann. Ich bin komplett mit Real Madrid gegangen. Bellingham, Modric und diesen Rodrigo, diese Rulebreaker-Karte oder was auch immer. Ja, was heißt nicht schlecht? Du bist halt komplett in die Falschliga gegangen, aber sonst war es das halt auch nicht, ne? Ja, wen hast du im RM? Ich dachte Isco oder so. Asensio. Aber wo zockt der mittlerweile? PSG. So, na gut, dann habe ich komplett dran vorbeigeschossen. Ich riech den Hate schon. Wie Pieper, aber kenne ich gar nicht mit Fußball aus. Junge, okay, dann kenne ich mich halt nicht mit Fußball aus. Passt. Okay, Freunde, Außenverteidiger. Meine Tipps, ich bin mal so auf die offensichtlichen Männer gegangen. Meine Tipps? Ich hab nur drauf gewartet, dass du dich drüber lustig machst. Ich halte meinen Tipp noch rein.
Ich fasse es nicht. Und ich bin ruhig schon. Mein erster Spieler ist sein Water Icon. Der macht fast alle voll, außer den einen Engländer. Und mein Rechtsverteidiger ist eine Serie A-Karte. Where? Ah, denk. Walker und Davis. Okay, jetzt bist du dran. Ich fass das alles nicht mehr. Hier wird sich über mich lustig gemacht am laufenden Bandchat. Ich fass es nicht. Linksverteidiger. La Liga Balde schreibt man oft auf. Ja, passt, nehmen wir mit. Und Rechtsverteidiger, eine Icon für die Links. Lautrup Winterwildcard. Wenn du den hast, dann setze ich mich auf diese Flasche hier. Setz doch mal einen Toti ein. Theo Hernandez und Ona Bettle oder Batje oder wie sie auch ausgesprochen wird. Dachte, du hast die untrade und setzt sie dann vielleicht ein, so für No Risk, No Pun. Okay. Nee, du, das machen wir nicht, Ich glaube, jetzt könnte es wirklich mal einmal sein, dass ich gar nicht mal so schlecht liege mit meinen Tipps. Füg mal ein, ich halte schon rein. Jetzt könnte es sein. Ich bin tatsächlich mit drei Premier League Karten gegangen. Kann jetzt schon over sein für dich. Und zwar mit drei Engländern sogar. Joe Gomez, Thunderstruck habe ich am Start, 100k. Dann haben wir Tarkowski in Form, den hatte ich einfach im Verein, deswegen spiele ich den. Und im Tor, den habe ich auch schon gegen dich gespielt, Nick Pope, UCL. What? Erzähl mir mehr. Maguire, Tomori, Maignan. Lol, ich hatte sogar Maguire vorher drin, ich habe den aber rausgenommen. Weil ich dachte, so, wenn ich verliere heute, so eine Legendenkarte wie Maguire möchte man eigentlich ganz gern behalten. Und dann habe ich mir Joe Gomez Thunderstruck gerade noch für 95.000 gekauft. Falscher Puppi. Aber okay, ich füge ein. Ich sage ehrlich, bei mir wird es nochmal ein bisschen teurer, ne? Einmal haben wir als günstigen Mats Hummels. Das ist Mats Hummels. Mats, okay, mit R. Mats, vielleicht ist erst auf die eigene Stimme achten, bevor man andere verbessert. So, ja, Mats Hummels, linker Endverteidiger. Dann haben wir eine Hero UCL und eine Team of the Year Karte. Hier kracht's jetzt. Ich hoffe, ich verliere nicht, Ich gehe so confident in das Spiel, deswegen setze ich die überhaupt erst. Einmal Vincent Kompany UEFA Heroes. Wie viel kostet der Mann noch? Digga, 870.000. 870.000 setze ich hier und Team of the Year im Tor. Nicht Alisson, sondern Herbst. Und die kostet auch nochmal bestimmt 200, 300k. Ja, okay, 150. Aber auch ein bisschen was wert. Janky. Was soll ich dir erzählen? Ich bin auch drei Engländern tatsächlich gegangen: Maguire, Stones und. Und. Team of the Year. Ups, der kann raus oder die kann raus und da kommt ein Bronze-Stürmer rein, Cenk. Du wirst heute gebrochen. Ich dachte, du verarschst mich erstmal. Naja, gar nichts verarscht. Ups, steht hier drauf. Echt jetzt? Jo. Okay. Ich höre auch mit Bronze-Stürmer, also ich sehe das nicht so wild, sag ich dir ehrlich. Werden wir sehen. Okay, Freunde, ihr seht nochmal die kompletten Teams im Hintergrund. Wir laden uns ein und der Bessere gewinnt, der Schlechtere haut sein ganzes Team gleich in der SBC. Bonga 1,97 groß steht jetzt im Kasten. Oh, das ist gut. So, Freunde, noch einmal die kompletten Teams, wie eben schon. Bonga. Bonga, Bonga, Bonga im Tor. Cool, aber sieht nicht schlecht aus, das stimmt. Oh, der Typ hat immer noch 98 Schuss. Oh. Ja, let's go. Ich kann zwar keine Finesse, aber dafür Trivet das umso besser. So, Harry. Ach, Spaß. Es klappt auch noch. Ich weiß es nicht. Es klappt auch noch, was er da macht. Ah, Mann. Zack. Nein. Oh mein Alter. Gott. Hallo? Juhu. Janky. Janky. Hallo? Ich höre doch deinen Controller, warum redest du nicht? Wann redet er wieder? Mann! Oh Mann! Ich dachte, du Connection abgebrochen und so. Auf einmal erschien's Tor. Gute Nacht, Bro. Gute Nacht. Das war's mit Pool Team Discard. Ja, eine Minute noch, aber die bringt mir halt auch nichts mehr. Ich könnte jetzt eventuell nochmal probieren, aber
Vielleicht einen kleinen Ehrentreffer. Ja, ja hier, komm, gönn ihn dir, gönn ihn dir. Mann. Nein. Oh, oh, Bonga. Warum machst du so mit ihm? 11 Discards. Ja, Freunde, SBC ist fertig. Was soll ich dazu sagen? Es schon, tut schon echt weh. Wir haben einen Gavi hier am Start, der so 400k, glaube ich, kostet. Wir haben Wellbeck für locker 100k, Milito 100k, Rabiot weiß ich nicht, was er kostet, aber hier zum Beispiel Joe Gomez ist nochmal 100k. Lautrup, was kostet der Kollege? Auch 200-300k nochmal. Also locker eine Million Coins, die hier rutschen gehen. Das ist schon echt ekelhaft. Ja, ich drücke das Team weg, tut weh. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, sehr, sehr gerne ein Like da lassen, Abo da lassen und ja, checkt Cenk sehr, sehr gerne ab. Und der Mann hat jetzt auch noch die letzten Worte. Immer wieder, Amina. Ist mir immer wieder eine Freude und lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da und wir sind raus. Tschüssi. Mhm.